Ja, liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute bringe ich die Hundestaffel der Münchner Polizei mit ins Wohnzimmer. Und hier ist der Chef. Sie sind der erste Polizeihauptkommissar, Herr Heckler. Ja, hallo. Wie wird man das? Erster Polizeihauptkommissar. Die Beförderung, das ist quasi so die Endstufe im gehobenen Dienst. Ja, ist dann abhängig von der Beurteilung und von der Stelle, die man dann irgendwann besetzen kann. Also zu Dienststellenleiter von kleineren Dienststellen, sondern in dem Dienstrang erster Polizeihauptkommissar. Also erstmal großes Kompliment an die Münchner Polizei. Er macht wirklich einen tollen Job. Aber ihr kriegt auch immer mehr neue Bereiche, wo früher eben nicht so vorhanden waren. Also quasi Demonstrationen, Aggressionen beim Fußball etc. Das ist immer das eine. Aber da braucht es ja manchmal die Hunde. Ja. Jetzt, wenn Sie mal mir erzählen, welche Hunde habt ihr denn alles hier? Okay, also wir sind eine relativ große Diensthundestaffel in Bayern. Wir haben eine Personalstärke von 52, da hat nicht jeder Hund, so im administrativen Bereich, Geschäftszimmer, die haben keinen Diensthund, sodass wir 46 Beamte mit Diensthund haben. Mhm. Manche führen zwei Hunde, weil die schon einen alten Hund haben, der da kurz vor der Pension steht und dann an Jungen sich nachziehen. Also wir haben immer so paar mehr Hunde als Personal. Roundabout 50 Hunde haben wir auf der Dienststelle. Und Art der Hunde sind in der Regel Schutz und Spezialhunde. In Bayern haben alle Hunde so eine duale Ausbildung, nennt man das. Das heißt, der macht eine Ausbildung zum Schutzhund, kann dann eingesetzt werden beim Fußballeinsatz zum Beispiel. Mhm. Oder bei der Suche nach einem Straftäter, der sich irgendwo versteckt hat. Und dann, oder auch bei Schlägereien? Oder auch bei Schlägereien, genau. Also der hat eine gewisse Aggressivität halt dann auch in sich natürlich und hat dann auch gelernt, letztlich an Menschen zu beißen. Sie sind ja, sagen wir mal, der erste Chef hier, der einen eigenen Hund hat. Ja. Wie kam das? Ja, das kam so, dass ich jetzt schon seit ungefähr 17 Jahren auf der Dienststelle bin, früher als Dienstgruppenleiter hier tätig war, dann insgesamt zwei Diensthunde selber geführt habe. Der erste war Schutzhund und Sprengstoffspürhund und der zweite, der jetzt noch aktuell in den letzten Zügen ist, kurz vor der Pension, ist ein Schutzhund und Rauschgiftspürhund. Das ist Ihrer, oder? Das ist meiner, genau. Das ist der Lennox. Wie heißt der Lennox? Lennox. Lennox, stark. Lennox. Ja, jetzt werden wir einfach mal das durchgehen. Sprengstoffhunde. Die haben also eine besondere Nase oder wie muss man sich das vorstellen? Also besondere Nase haben alle Hunde. Ja. Der Hund gehört ja zur Gattung der Nasentiere letztlich. Mhm. Das heißt, Hunde sind Lebewesen, die nehmen ihre Umwelt überwiegend über ihren Geruchssinn wahr. Also was für einen Menschen oft so das, was wir über das Sehfeld machen und über die Augen, ist für einen Hund eigentlich der Geruchssinn. Das heißt, alle Hunde haben grundsätzlich mal eine besondere Nase und riechen viel, viel besser als wir. Und das nutzen wir halt bei der Polizei aus, indem wir sie trainieren und sagen, schau mal, wenn du mir den und den Stoff suchst, dann kriegst du eine Belohnung dafür. Ah ja, und die Belohnung ist irgendwie so? Genau, das sind in den meisten Fällen ein Spielzeug. Also jeder Hund hat so sein Lieblingsspielzeug. Mhm. Und in dem Moment, wo dir an diesen Geruch rankommt, den wir von ihm wollen, wird er belohnt. Funktioniert das Klickertraining mittlerweile. Also Klicker ist wie so ein Knackfrosch. Das ist das Signal für den Hund. Du hast alles richtig gemacht und komm her, kriegst du. Da wird er gelobt auch, oder? Genau, wird gelobt. Er kriegt seine. Vielleicht manchmal wird auch mit Futter angefangen. Er kriegt da Futter oder Spielzeug und viel Lob vom Hundeführer. Aber sag mal, die Endstation kriegt da kein Futter mehr, sondern irgendwie ist Spielzeug. Spielzeug, genau. Also das ist auch unterschiedlich, was dem Hund halt lieber ist. Also die meisten Hunde, die wir haben, das sind ja die belgischen Schäferhunde Malinois, die sind sehr spielaffin. Das macht ihnen sehr viel Freude zu spielen, einfach mit ihrem Führer, sodass die meiste Belohnung dann über einfach ein Spielzeug. Aber müssen Sie ihn nicht besonders motivieren, dass er mal aufhört oder so? Weil das ist ja auch anstrengend für einen Hund. Also wenn er jetzt irgendwie 20 Minuten das nicht findet oder so, muss man ihm dann sagen, such. Welche Befehle gibt es denn da? Okay, es gibt grundsätzlich mal den Befehl zum Suchen. Aber man muss sagen, das Suchen wird ja von klein auf aufgebaut. Also der kriegt eine Suchkondition, indem er langsam anfängt, also kleine Strecken absucht und das immer weiter aufbaut. Wie Sie richtig gesagt haben, liegt die Zeit im Schnitt bei 20 Minuten. Haben Sie Fachwissen mitgebracht. Genau. Aber da wäre der müde, oder? Ja, genau. Pause. Und man erkennt es dann eigentlich am Hund, je weiter die Zunge rauskommt. Der Hund kühlt sich ja über die Zunge ab, der schwitzt ja nicht so wie wir. Dann sieht man das, okay, jetzt lässt dann wahrscheinlich seine Leistungsfähigkeit auch nach und dann sind es roundabout 20 Minuten, abhängig von Witterung oder sehr staubiger Raum, dann geht das auch nicht mehr so lang. Muss man das halt dann einfach erkennen. Jetzt mal, Sie sagten, also der Hund hat ja eine unglaubliche Nase. Also wie viel Fach riecht der besser wie ein Mensch? Ja, wir gehen davon aus, also die Riechzellen, da reden wir von 20 Millionen beim Menschen und 220 Millionen beim Hund. Das Gehirn ist auch der
Anteil vom Gehirn, der für den Geruchssinn zuständig ist, ist um 10-faches größer als bei uns. Also ein Vielfaches, wo der besser riecht als wir. So in genauen Zahlen kann man das jetzt eigentlich nicht sagen, aber deutlich. Ja. Jetzt, wie werden denn die Hunde so dressiert? Oder wie sagt man da? Wir nennen es Unterordnung. Unterordnung, also es geht, ja. Jede Ausbildung geht quasi los. Der lernt natürlich zum einen den Spaß am Suchen, aber er lernt natürlich auch eine Unterordnung, wo er einen gewissen Gehorsam erlernen muss, wo er gewisse Befehle befolgen muss. Und da läuft es aber auch über so in kleinen Schritten, über Belohnungsprinzip ab, dass man sagt, okay, das hast du richtig gemacht, hier kriegst du wieder ein Leckerli oder dein Spielzeug. Ja. Jetzt, es gibt ja Fälle, wo der Mensch dann aggressiv wird, auch gegen den Hund. Also sagen wir mal, jemand, der schwer kriminell ist, der sagt jetzt, ich muss jetzt irgendwas tun, der hat jetzt zum Beispiel einen Revolver dabei, ja, und schießt oder so, oder ja, warnt ihn und schießt im Boden oder so, aber das juckt ihn nicht, oder? Also, das geht's los mit der Auswahl unserer Hunde. Wenn wir einen Hund ankaufen, dann wird der schon überprüft hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit. Wie viel Trieb, nennt man das ja beim Hund, bringt denn der mit? Und wie viel Bereitschaft hat er denn, sich auch ein bisschen unangenehmen Situationen zu stellen? Also, gleich beim Ankauf wird schon überprüft, wenn der von einem Menschen jetzt mal bedroht wird, wie reagiert er denn? Und wenn der jetzt ein sehr ängstlicher Hund, der weggeht, ist dann eigentlich schon raus. Ist raus. Und im Lauf der Ausbildung, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie bei einem Kampfsportler oder bei einem Boxer, der fängt auch nicht mit dem Weltmeister endlich an, wird der Hund auch langsam an der Belastung gewöhnt, dass man sagt, okay, mal einen Schuss aushalten, dann mehrere Schüsse aushalten, mehr Belastung durch den Schutzdiensthelfer, nennen wir das, der den Hund quasi anbeißen lässt und vorher halt auch mal bedroht oder versucht auch mal mit einem Kanister zum Beispiel abzuhalten. Und der Hund muss lernen, sich daran vorbeizukämpfen und trotzdem zu attackieren. Und wenn er dann mal wirklich zugreift, dann schnappt er sich einfach, egal wo er dann hinbeißt, oder? Ja, also trainieren tut man sie auf Arme und Beine. Ja. Ja. Im Echteinsatz ist es dann so, der Hund ist so ein Bewegungsseher. Als Beutegreifer reagiert er auf kleine Bewegungen, nimmt er meistens das, was er jetzt halt kriegt, was ihm jetzt angeboten wird quasi. Wie ist denn das, Herr Klar, wie gut sieht denn der Hund? Ein Hund sieht auf kurze Distanz sehr, sehr gut, besser als wir, vor allem kleine Bewegungen. Wer einen Hund hat, der kennt das, da läuft irgendwo eine Maus im Rasen, die sehen wir überhaupt nicht. Und der Hund sieht die und springt hinterher, das sieht er sehr gut. Auf größere Distanz sieht er eigentlich schlechter als wir. Schlechter als der Mensch. Jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ich jetzt den Befehl geben würde beim Hund, kommt nichts, oder? Normalerweise nicht, wobei wir haben so manche super gehorsame Hunde, die reagieren auch mal auf jemand anders. Also es ist nicht so, dass der Diensthund nur ausschließlich von der einen Person geführt werden kann. Also die leben ganz normal in der Familie mit und durchaus kann auch der Lebenspartner oder jemand anders, der engen Bezug hat, mit dem Hund auch spazieren gehen und dem auch mal Kommandos geben, dass er Fuß gehen soll oder sich hinlegen soll oder sowas. Im Einsatz ist es so, da ist natürlich die Reizlage für den Hund auch nochmal höher und der Stresslevel ist es schon so, dass er eigentlich nur von einer Person geführt werden kann, insbesondere weil man den Hund auch gut kennen muss. Also man muss genau erkennen, da könnte jetzt was sein oder nichts. Wie ist es bei Ihrem Hund? Ist der auch im Einsatz? Der ist jetzt noch im Einsatz, der ist jetzt 10. So zwischen 10 und 11 gehen sie dann letztlich in Pension. Und unser dann kriegst du, glaube ich, eine Rente oder so. Dann kriegst du noch eine Rente, genau, von 75 Euro im Monat. Euro, genau. Ja, genau. Also, aber wir sind noch im Einsatz, jetzt am Montag fahren wir aufs Fußballspiel zum Beispiel. Ah ja. Und die Fans, wenn die das sehen, wie viele Hunde gehen da hin? Also da arbeiten wir in der Regel mit 6 bis 8, um eben Absperrmaßnahmen zu treffen und einfach Fans zum Beispiel auseinanderzuhalten. Und die Hunde, merken die das? Ja. Sind da auch motiviert, oder? Ja, die merken natürlich, also der Hund merkt immer sehr schnell die Anspannung von seinem Führer. Ja, wenn man da geht der auch mit hoch und der merkt natürlich die Stimmungslagen und der registriert Adrenalin, der riecht, das riecht er, der spürt aggressive und auch der Lärm Stimmungen, oder so. Lärm, ja. Wie hören denn Hunde? Ja, auch sehr gut. Sehr also gut. Das Hörvermögen besser wie Mensch, oder? Deutlich besser als wir. Das, also der orientiert sich, wenn der jetzt zum Beispiel einen Täter in einer größeren Lagerhalle sucht. Oft, wir trainieren ihn über den Geruchssinn, aber man sieht es immer wieder, die bleiben auch stehen, stellen die Ohren und versuchen zu hören, kann ich irgendwas hören. Also orientiert sich sehr stark über die Nase, aber auch über das Gehör. Aber geht der erstmal, Sie haben ja so lange Leinen, habe ich gesehen, oder? Auch, für die Hunde. Ja. Aber, und irgendwann lassen Sie ihn los, oder? Dann, unterschiedlich, das ist je nach Einsatzsituation. Also die werden manchmal an der Leine eingesetzt, wenn sie jetzt draußen eine Spur verfolgen sollen, so eine Fährte, wo irgendjemand geflüchtet ist. Wenn ich jetzt aber natürlich irgendeinen größeren Raum, eine größere Halle absuchen muss, dann wird der ohne Leine eingesetzt.
Jetzt war ja dieser schreckliche Mord da in der Disco bei uns in Oberbayern. Da waren wahrscheinlich auch Hunde unterwegs mit. Mhm. Da werden Hunde, also die lernen in ihrer Ausbildung, Schutzhundeausbildung beinhaltet auch das Suchen von Gegenständen. Mhm. Also alle Gegenstände, die jetzt irgendwo im freien Feld liegen und nach einer menschlichen Geruchsanhaftung haben, das lernen die auch aufzusuchen und durch Ablegen anzuzeigen. Solche Hunde hat man da eingesetzt, um einfach tatrelevante Gegenstände zu finden. Und was auch eingesetzt waren, waren Personensuchhunde. Jetzt stelle ich mal, es gibt ja keine dummen Fragen, aber könnte man die Polizei machen ohne Hunde? Also ich glaube nicht. Im Gegenteil, wir bräuchten noch viel mehr. Ja, ich sehe jetzt dann Ihren Chef, Herrn Herrmann. Ich werde ihm das mal sagen. Natürlich. Aber der schätzt euch ja auch. Also, aber ihr macht wirklich einen tollen Job. Man muss auch sagen, so der Hundeführer als Polizist, das ist ein bisschen anders als jeder andere Polizist, weil der hat sein dienstliches Einsatzmittel, den Hund, 24 Stunden, 7 Tage die Woche bei sich und auch im Privaten. Und das Schwierige ist so ein bisschen diese Energie, die ein Hund braucht, um im Dienst bestehen zu können. Dass er die zu Hause runterfährt. Genau. Die fährt er nicht runter zu Hause, die hat er auch. Also das ist schon auch anspruchsvoller. Auch für die Familie oder so? Für die Familie, das ist auch ein anspruchsvoller Job, so ein Hund da 24 Stunden zu betreuen. Und zum Beispiel, Sie haben Familie natürlich, Ihre Frau, wie geht sie um mit Ihrem Hund? Die haben ein leicht angespanntes Verhältnis, nachdem sie mal gebissen worden ist von ihm. Aber es hat sich alles wieder beruhigt, aber sowas kann natürlich passieren. Jetzt gibt es ja auch die Drogenhunde. Und da würde ich gerne mal mit einem Ihrer Kollegen drüber sprechen, okay, wenn es recht ist. Drogen- oder Datenträgerspürhunde? Das machen wir später. Ja, Herr Polizeihauptkommissar, Sie sind jetzt der Mann für Sprengstoffhund. Genau. Was heißt das genau? Ja, unsere Hunde sind ausgebildet worden, alle möglichen Arten von Sprengstoff, egal ob gewerblichen oder militärischen, aufzufinden. Auch die einzelnen Bestandteile, die verwendet werden können, um eine Bombe zum Beispiel zu bauen oder einen Stoff, den man zur Explosion bringen kann, eben aufzufinden. Unter anderem aber auch Waffen und Munition aufzufinden. Also die richtige, die sind quasi auf einer Pistole, finden Sie, oder? Wenn die irgendwo in einem Raum ist oder. Also wenn diese Pistole. Oder am Menschen oder so. Am Menschen suchen wir nicht ab. Ja. Also das machen wir tatsächlich überhaupt nicht, weil unsere Hunde halt auch als Schutzhunde ausgebildet worden sind. Das würde oder könnte zu Komplikationen führen, wenn der jetzt zum Beispiel eine falsche Bewegung machen würde und der Hund das als Aggression werten würde, könnte es dazu führen, dass der Hund tatsächlich vielleicht auch mal zuschnappt. Mhm. Ja, und genau aus diesem Grunde trennen wir das ganz klar. Aber Wohnungsabsuchen, präventive Absuchen in Gerichtssälen oder auch bei politischen Veranstaltungen, auf der Wiesn sind wir sehr stark vertreten. Jetzt bei der Sicherheitskonferenz, die ja kurz bevorsteht, auch wieder sehr stark eingebunden. Im Bayerischen Hof dann? Bayerischer Hof, Fahrzeugabsuchen, da hängt ja ganz, ganz viel dran. Also die ganzen Delegationen haben ja Fahrzeuge, die zur Verfügung gestellt werden. Auch die müssen vorher abgesucht werden. Wie muss man sich das vorstellen? Also da schnuppert er mit der Nase alles ab? Oder Ja, ganz genau. Also ich gebe ihm mein Hörkommando, bei mir ist es jetzt zum Beispiel einfach Stoffi. Mhm. Ja, und dann sage ich ihm, diesen Raum suchst du mir ab. Mein Hund hat sich ein schönes System angeeignet. Da geht es sehr koordiniert vor bei der Absuche. Ab und zu muss ich ihm halt dann trotzdem noch sagen, du pass auf, in dem Bereich warst du zum Beispiel noch gar nicht. Schau mal bitte in die Ecke jetzt nochmal. Mhm. Und wenn er irgendwo in Anzeigeverhalten oder zum Interesse kommt, ja, dann muss ich vielleicht auch mal in die Feinsuche gehen. Das heißt, ich leite den Hund mit meinen Fingern und sage ihm, hier schaust du mal bitte genauer noch mal nach. Und so sprechen Sie auch mit ihm genauso und sagen, jetzt schaust du mal. Ja, genau. Nicht so viele Worte, aber fast so ähnlich. Genau. Aber jetzt haben Sie ja ganz unterschiedliche Räumlichkeiten. Die kennen Sie ja gar nicht. Oder wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Gefühl haben, es ist jetzt sagen wir mal, ein altes Haus und da kriegen Sie jetzt irgendwie einen Tipp, dass da irgendwie Menschen sind, die mit Sprengstoff arbeiten? Oder Sie kennen ja die Räumlichkeit nicht. Wie geht das dann? Gehen Sie da immer mit oder schicken Sie den Hund alleine rein? Oder? Nein, wir gehen mit. Natürlich fängt der Hund eher zuerst zum Suchen an. Also bestes Beispiel, wenn ich jetzt heute sage, okay, ich möchte diesen Raum hier absuchen, dann fange ich natürlich am Eingang an und dann fange ich aber auch an der Eingangstüre schon zum Suchen an mit dem Hund. Und nicht, du rennst jetzt erstmal in die andere Ecke und fängst da hinten irgendwo mal an, weil es natürlich auch nur so einen gewissen Grad von Eigensicherung, also der ist erforderlich, damit ich auch gesichert vorgehen kann. Macht ja keinen Sinn, dass ich durch einen Bereich durchlaufe, der noch nicht abgesucht worden ist.
Also wir stellen das auch immer fest, wenn wir also jetzt sagen wir, Persönlichkeiten haben bei uns, da kommt ja auch manchmal ein Kollege von Ihnen mit dem Hund und dann schnuppert der alles ab, aber der geht ja jetzt nicht davon aus, dass wir Sprengstoff haben oder was kann der da noch alles finden oder so? Kann der ein Messer finden oder? Nein, ein Messer kann er nicht finden, also außer es ist in Schwarzpulver getunkt worden oder sowas. Ja, aber genau. Nein, also auch die Waffe kann er tatsächlich nur finden, wenn diese Waffe benutzt worden ist. Mhm. Also eine frisch hergestellte Waffe aus dem Werk, die noch nie in ihrem Leben auch nicht beschossen worden wäre im Werk, die würde der Hund nicht finden, weil es einfach nur ein blankes Stück Metall ist. Also es müssen schon diese Bestandteile wie zum Beispiel Schwarzpulver, Treibladungspulver, irgendwas, Schmauchspuren in der Waffe vorhanden sein. Jetzt, wie muss man sich das vorstellen? Sie wissen genau, der Hund hat die Nase für Sprengstoff oder für Waffen. Mhm. Ja? Wie wird das trainiert? Wie machen Sie das? Wie eigentlich so fast alles bei der Hundeausbildung, man fängt klein an und macht es dann immer schwieriger. Mhm. Also er bekommt erstmal den ersten Stoff gezeigt. Gehen wir mal zum Beispiel Ammoniumnitrat. Ja? Der Hund interessiert sich erstmal dafür, dann kommt das Klickertraining, das der Herr Heckler vorher zum Beispiel auch schon mal ins Spiel gebracht hat. Ja? Wird dann angewandt, dann sage ich ihm, jetzt bist du an der richtigen Stelle. Also wird der Hund das nächste Mal, wenn er an diese Stelle kommt, viel früher Interesse zeigen, weil er schon mal eine Belohnung dafür bekommen hat. Und so wird es dann immer weiter ausgebaut. Aber wird er dann auch abhängig von der Belohnung, oder? Wie ist es, wenn er in der Von der Belohnung sind unsere Mallis eigentlich fast alle abhängig, weil, wie schon erwähnt wurde... Ist auch ein Lob im Grunde, oder? So, natürlich, genau. Lob. Also es ist ein Lob, eine Belohnung. Also Belohnung. Der Hund ist jetzt nicht so selbstlos, dass er sagt, ich mache das nur zum reinen Selbstzweck, weil mir die Suche selber so Spaß macht. Ja, gibt Hunde, die das tatsächlich so machen. Aber sie wollen trotzdem gerne natürlich auch eine Bestätigung, dass sie etwas richtig gemacht haben. Und da gibt es verschiedenste Formen der Belohnung. Eine Form ist natürlich Futter. Ein Lob kann auch einfach mal eine Belohnung sein. Aber streicheln ist jetzt nicht so. Ja, doch, auch das. Aber ist natürlich von der Wertigkeit her bei den meisten Hunden jetzt eher weiter unten. Also natürlich, wenn ich ihm sage, hey, das hast du gut gemacht, weil ich halt in der Situation jetzt vielleicht nicht großartig mit dem Spielzeug hier 5 Minuten rumalbern kann, ja, weil wir jetzt beim Wieseneinzug gerade das Podium abgesucht haben, ja, und da sind alle Kameras der Welt drauf gerichtet, dann muss es auch mal so reichen. Also das akzeptieren die auch. Aber grundsätzlich, ja, das Spielen ist immer die Höhe, also die höchste Belohnung. Jetzt, wenn man sich vorstellt, der ist ja immer unter Strom, der Hund, oder? Unterschiedlich, ist charakterlich, aber ja, rassebedingt, die Belgischen sind schon ein bisschen triebiger und stehen auch ganz gerne mal unter Strom und wollen unbedingt was arbeiten. Jetzt, wenn Sie haben den Hund ja quasi auch privat zu Hause. Wie ist er denn zu Hause? Da würden Sie ihn nicht wiedererkennen, weil meiner da tatsächlich abschalten kann. Also der legt sich dann da auch hin. Und wenn ich sage, so, ich habe jetzt was zu tun, dann rüsselt er einfach ein bisschen, entspannt ein bisschen. Wenn er irgendwann mal sagt, ich hätte jetzt gerne Bock, was zu tun, dann kommt er mal mit einem Spielzeug an oder stupst mich mal an. Und je nachdem, wenn ich jetzt gerade Lust und Zeit dazu habe, dann gewinnt er auch mal. Also das gehört auch dazu. Es muss nicht immer sein, dass ich quasi sage, nee, wir spielen jetzt nicht, weil ich jetzt sage, das darf nicht sein, sondern die Aufforderung kann man auch mal gerne annehmen. Also es gehört genauso dazu. Aber wenn Sie jetzt da nicht drauf reagieren, kommt er wieder? Dann geht er erst mal wieder. Also dann dauert das halt unterschiedlich. Aber der ist sowieso sehr stark eingebunden ins Privatleben. Das heißt, also, der kommt da nicht zu kurz. Also, wir machen eigentlich ständig irgendwas, ob das beim Gassi gehen. Sie haben Familie oder Sie haben Frau? Eine Frau, genau. Ja, und wie ist er zu Ihrer Frau? Super. Also der ist sehr stark in die Familie allgemein eingebunden. Da gibt es auch überhaupt keine Probleme. Auch ich habe noch einen alten Diensthund, der ist jetzt fast 12,5. Ja. Lebt er mit zusammen? Ja, genau, die leben zusammen. Und die verstehen sich, die zwei? Ja, also der jetzige Diensthund, den habe ich als Welpe bekommen. Und am Anfang fand der Alte den Welpen erstmal ziemlich nervig. Der hat sich dann aber die Ausdauer des Welpen dann ausgezahlt. Der hat dann so lange hingebenzt, bis dann der Alte gesagt hat, naja, okay, eigentlich bist du gar nicht so blöd. Und dann haben sie miteinander gespielt. Und selbst der Alte hat dann mit seinen 9 Jahren dann angefangen, den Jungen aufgefordert zum Spielen. Ja, war wirklich sehr schön. Ist auch ideal gelaufen, ist nicht immer so, muss man auch dazu sagen. Da hatte ich Glück, dass das wirklich gepasst hat. Jetzt, wenn Sie im Dienst sind, wie viele Hunde sind momentan hier, jetzt heute zum Beispiel? Jetzt heute sind ungefähr, würde ich jetzt mal, ist reine Schätzung, ich könnte es jetzt auch schnell nachschauen, aber so ungefähr 8 Hunde. Es sind, glaube ich, 6 Hunde in der Ausbildung, 2 Hunde auf Streife, plus jetzt
der Herr Benno ist, der dann nachher noch den Datenträger-Spürhund vorführen wird, und mein Hund und der Heckler, dann sind wir so um 10, 11 Hunde. Jetzt nochmal, wenn Sie in der Früh jetzt Ihre schöne Uniform anziehen, merkt er das, der Hund? Dass jetzt, ja, natürlich. Also, ja. Das ist schon so eine gewisse Erwartungshaltung, die das, die Hunde schon haben, wenn die merken, okay, es ist jetzt nicht nur die Uniform, weil auch wenn ich jetzt eine Jacke anziehe oder Schuhe, dann merkt gehen wir Gassi? Gehen wir Gassi? Tun wir was? Ja, also da sind die schon on fire sofort. Und so jetzt am Wochenende gehen Sie mit ihm Gassi oder so? Ja, ja, und natürlich. An der Leine oder? Grundsätzlich gehen die Polizeihunde tatsächlich meistens an der Leine. Ja. Ich wohne relativ weit draußen, kann entspannt Gassi gehen, auch ohne Leine. Mhm. Und, aber wenn jetzt zum Beispiel, Sie gehen mit ihm jetzt Gassi und plötzlich bewegt sich irgendwas, geht er da drauf los? Oder? Unterschiedlich. Also kommt auch wieder auf den Charakter des Hundes drauf an und natürlich auch auf die Art und Weise. Oder wie habe ich das mit dem Hund trainiert? Also dadurch, dass es ein Welpe war zum Beispiel, war es sehr schön. Ich konnte ihm dieses Jagen sehr früh abtrainieren, ja, und auch sehr leicht abtrainieren. Das heißt, selbst wenn uns heute ein Feldhase irgendwo über den Weg hoppelt oder auch Rehe, dann bleibt er stehen, schaut hinterher und das war's. Ah ja. Also ich muss mehr als nein, aber und auch in einem normalen Ton, also muss ich nicht schreien oder sonst irgendwas, reicht vollkommen aus und dann bleibt er stehen und schaut hinterher. Auch das aber wieder Glück gehabt, also in meinem Fall. Jetzt haben wir Menschen ja einen inneren Schweinehund. Hat das der Hund auch? Na, also der belgische Schäferhund hat jetzt eigentlich eher selten einen inneren Schweinehund. Der hat eigentlich also oft zu viel. Zu viel? Zu viel. Also man muss ihn ab und zu mal einbremsen. Und auch dann ernst, oder? Muss man ihn auch kommt immer auf die Situation drauf an. Ja, natürlich, ist in der Hundeausbildung kommt auch mal, es ist nicht immer alles rosig. Und wenn jemand heute sagt, ich bilde nur positiv aus, das ist, geht nicht. Also geht allein schon operante Konditionierung, kennen Sie bestimmt ja auch, denke ich mal, lernen am Erfolg und Misserfolg. Heißt ja einfach, wenn ich was falsch mache, dann bekommst du halt zum Beispiel deine Belohnung nicht. Und das ist ja auch eigentlich nichts Positives in dem Sinne. Ja. So, und von dem her, ja, man muss auch mal schimpfen. Es kommt halt immer auf die Intensität drauf an und welche Formen der Bestrafung man wählen muss. Ja. Und auch da gibt es dann mannigfaltige Möglichkeiten. Aber nicht schlagen oder so? Naja, also ich sage mal, der hat schon mal eine, also jetzt nicht geschlagen, sondern der hat schon mal eine auf seinen Dez draufgekriegt, so hey, hör mal auf mit dem Schmarrn. Ja. Also das gehört schon auch dazu. Aber wie gesagt, es kommt halt auf die Intensität drauf an. Und meine Erfahrung hat halt gezeigt, und ich denke, dass das auch jeder Hundehalter nachvollziehen kann oder auch alle anderen Personen, die Tiere ausbilden, eine Strafe ist nicht das Problem. Das größte Problem ist eigentlich, wenn ich dann danach noch nachtragend bin als Mensch. Dieses Umswitchen von, du hast jetzt im Moment was falsch gemacht, ja, und dann muss ich sofort, wenn das Verhalten abgestellt hat, auch wieder auf normal schalten können. Und da ist es, glaube ich, für den Menschen tatsächlich schwieriger als für Tiere. Wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Hunderudel zum Beispiel anschaut, also da geht es nicht immer unbedingt um Hierarchie oder sonst was, sondern der eine sagt, ich habe jetzt keine Lust darauf, geh weg von mir, schnappt vielleicht mal neben dem seine Richtung. Der andere hat es abgestellt und dann sind die auch nicht nachtragend und sagen, so, und jetzt bin ich denn noch die nächste Stunde beleidigt. Und das ist, glaube ich, das eher Schwierigere in der ganzen Hundeausbildung. Jetzt gibt es ja in München unglaublich viele Hundeliebhaberinnen und Liebhaber. Was können denn die lernen von quasi Ihnen in der Erziehung, wenn man jetzt einen jungen Hund hat? Gibt es da Dinge, wo man sagen könnte, da müsst ihr drauf achten? Ja, natürlich. Also wichtig ist halt einfach, dass ich einen Hund ausbilde, egal ob das ein Privathund ist oder ob das auch ein Diensthund ist. Ein gewisser Grad an Gehorsam gehört einfach dazu. Also Disziplin auch. Genau, ja. Weil wir sind in der Großstadt, wenn ich mir jetzt heute einfach anschaue, kann ich halt nicht 30 Hunde auf einmal auf einem Haufen loslassen. Das kann gut gehen, kann aber auch daneben gehen. Und nicht jeder Hund ist gleich, wie wir ja vorher auch schon angesprochen hatten. Der eine hat vielleicht einfach eine kürzere Zündschnur und sagt, okay, das ist mir jetzt schon zu viel. Und setzt, das sind nicht immer Hunde, die hochaggressiv sind, sondern in den meisten Fällen sind es eher die Hunde, die unsicher sind, die ängstlich sind und keinen anderen Ausweg mehr sehen, als eben auch mal zuzuschnappen. Ja? Und deswegen ist halt Erziehung tatsächlich sehr wichtig. Aber Sie selbst, hat er schon mal geschnappt oder so? Meine? Ja, als
Welpe, gleich mal in der ersten Woche hat er mal gesagt, so, das ist mein Hähnchenbein, das du da gerade wegnehmen willst. Dabei wollte ich es gar nicht wegnehmen, da war ungefähr so 30, 40 Zentimeter neben diesem Hähnchenbein, das er gerade, an dem er gerade rumgenagt hat. Da so ein kleiner Flusen auf dem Teppich, den wollte ich eigentlich bloß aufheben und dann hat er gleich mal kurz reingehackt. Und da hat es dann eben mal zum Beispiel so mit einem Finger das draufgegeben, hör mal auf mit dem Schmarrn, ja. Und dann war das auch gegessen, also er war sehr einfach zum Ausbilden. Ja. Und vielen Dank, Herr Lipp. Gerne. Jetzt bringen Sie mich bitte zum Herrn Benoist. Ja, oder ich und den Herrn Benoist zu Ihnen. So machen wir es. Okay, ja. Danke schön. Ja, Herr Benoist, ich habe gedacht, ich lese nicht recht. Ich habe kürzlich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, es gibt tatsächlich einen Hund, Miss Moneypenny, ja, der oder die eben wirklich fokussiert ist auf diese ganze Cyberkriminalität, kann man sagen. Genau, Datenträger, ja, im Allgemeinen. Alles, was mit digitalen Datenträgern zu tun hat. Jetzt, wie habt ihr beide euch denn gefunden? Gefunden haben wir uns. Das war ein Zufall. Mein alter Diensthund war in dem Alter, wo ich mich umschauen musste nach einem neuen Hund. Und wir hatten eine Diensthündin hier, die war trächtig. Und dann haben wir überlegt, was machen wir mit den Hunden? Und dann haben wir gesagt, ach komm, wir probieren es, die nehmen meinen Dienst mit auf und dann habe ich eine von denen übernommen. Und so sind wir dann zusammengekommen, dass ich die als Welpe halt praktisch aufgezogen habe, als Nachfolge dann als Nachfolgehund für meinen jetzigen Diensthund. Das war ein Rauschgifthund und dann kam das zufällig auf, Pilotprojekt in Bayern, Datenträgerhund und dann München wollte sich daran beteiligen und dann haben wir gesagt, wer macht das? Und dann haben sie mich gefragt, hey, hast du Lust? Dann habe ich gesagt, ja, ich wollte eh mal was anderes als Rausch, weil ich habe zwei Rauschgifthunde geführt, aber ich wollte mal was anderes machen. Und, hey, das kommt gerade richtig, ja, das mache ich doch. Jetzt, wie habt ihr denn das jetzt ihr gelernt? Prinzipiell eigentlich genauso wie alle anderen Spezialhunde auch. Sie kriegen Geruchsproben von den einzelnen Gegenständen. Und zum Beispiel was? Zum Beispiel, ich halte Ihren USB-Stick hin, riech mal da dran und dann, wir arbeiten viel mit dem Klicker. Das ist so ein kleiner, ja, wie die alten Leute kennen, die älteren Leute kennen so einen Knackfrosch. Ja, ja, ja. Und vorher wird der Hund darauf konditioniert, wenn das Ding klickt, gibt es Futter oder Spielzeug. Das heißt, sobald das Ding klickt, wird geschaut, jetzt war irgendwas toll. Und dann gibt es Futter oder Spielzeug. Und ich halte den USB-Stick hin, dann wird sie natürlich sehr neugierig. Was ist denn das? Riecht mal dran, klick, Futter. Jetzt riecht sie natürlich auch an Diskketten oder so, ja? Disketten nicht mehr, nee. Die sind Festplatten oder Laptops. Wobei wir das jetzt nicht mehr extra so hingehalten haben, sondern man fängt halt da klein an mit diesen oder Platinenstücken. Dann versteckt man das und dann geht man her, okay, man legt mal ein Handy dazu. Und dann geht sie dahin, riecht da dran, okay, klick, Futter. Und dann, alles klar, wenn das da liegt, dann gibt es auch was. Alles klar, dann muss ich das auch immer darauf reagieren. Jetzt ist so, USB-Sticks ist ja dann, wenn sie sowas gefunden hat, speziell bei Kinderpornografie, ist ja da meistens verbunden für denjenigen, der den Stick gehabt hat, mit Gefängnis, oder? Wenn da entsprechende Daten drauf sind, ist es ganz, ja genau, ist kein Kavaliersdelikt, nein. Ja, genau. Welche Kriminalität wird denn da abgedeckt jetzt? Also ein großer Teil Kinderpornografie, aber auch Wirtschaftskriminalität, wenn es um sensible Daten geht, weil heutzutage hat ja keiner mehr sein Kassenbuch irgendwo, sondern es ist ja alles digital irgendwo gespeichert, das sind eigentlich so die Hauptbereiche. Ich wurde auch schon angefragt im Bereich Stalking, wenn Leute GPS-Tracker oder sowas an Autos anbringen, da kann man versuchen. Autos sind natürlich eine Herausforderung, weil die ja von Haus aus schon viel Elektronik drin haben. Aber auch da wurde man schon mal angefragt und haben probiert zu suchen. Also das ist ein recht weitreichendes Feld. Und man weiß tatsächlich nicht, warum sie es riecht, oder? Wir wissen tatsächlich, also einen Leitgeruch kann ich nicht festmachen. Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist jetzt der Geruch oder der Geruch von Chips oder sonst was, sondern wir wissen es nicht genau. Jetzt haben wir beide haben ja jetzt mein Handy versteckt. Also sie kennt mich nicht,
Sie haben mich noch nie gesehen. Nein. Sie kennt auch nicht irgendwie meinen Geruch oder so, sondern nein, nicht. Sie wird jetzt mein Handy hoffentlich finden. Natürlich, da bin ich sicher. Genau. Dann gehen wir mal da in den Raum kurz. Ja. Ja? Penny, hier bleiben. Sitzen. Hoppala, geht Tür zu. Na, komm her zu mir. So. Gut, dann schauen wir mal den Raum. Genau. Jetzt ist sie. Penny, komm her zu mir. Jetzt ist sie schon auf Suchmodus, oder? Die ist jetzt schon ganz aufgeregt. Ja. Die will arbeiten. Ja, ja. Leg dich mal hin. Wir haben da auch unser eigenes Ritual dann immer, wie wir immer starten. Bleib liegen. Links. Oh. Speichi. Ich lasse sie immer. Was sucht sie jetzt? Sie sucht jetzt die Daten. Ich suche einen Speicher. Sucht jetzt die Daten. Ja. Ich lasse sie immer am Anfang ein bisschen frei suchen. Ja. Dass sie vielleicht die Chance schon hat, irgendwas zu finden. Ja. Hier rüber. Aber in dem Raum war sie noch nie, oder? Vorher? Nee, weil das ist der Raum von der Chefin. Ah, okay. Von der zweiten. Ja. Und von dem her. Und jetzt gehe ich dann in die Feindsuche, da habe ich dann meinen Target-Stick und zeige dann genau, wo sie suchen soll. Ja. Weil das alles in der Feindsuche laufen muss, hier zu mir. Weiter. Super. Jetzt ist sie auf Volldampf, oder? Ja, die sucht jetzt hier rum und... Ja. Jetzt? Jetzt hat sie was gefunden. Dann friert sie ein und dann klicke ich sie ab und dann spielt sie. Da unten ist eine SD-Karte drin. Ja, Wahnsinn. Wir haben jetzt noch, ich glaube, der Kollege hat nur eins versteckt hier drin. Ja. Aus. Aber leg dich hin. Jetzt. Aber das ist sie doch, also bis sie auf Hochtouren, gell? Ja, ja, die ist Arbeit, was anderes. Aber die hat jetzt mich überhaupt nicht... Die interessiert sich jetzt für nichts, nur für die Arbeit. Nur für die Arbeit, weil sie will dann spielen. Das ist ihr Ziel. Ja. Ich suche jetzt, wie ich den kenne, hat er das bestimmt, weil er oben vielleicht oder so. Ich schaue jetzt mal noch weiter oben rum. Bleib mal liegen. Leg dich nochmal hin. Speichern. Schau mal. Danny, komm raus da hinten. Hier. Geh mal darauf. Hier. Da gehen wir rauf. Komm mal her. Aha. Okay. Hast du gefunden, oder? Unglaublich. USB-Stick. Ja, Wahnsinn. Das ist jetzt. Ein USB-Stick. Da ist bloß keine Hülle dran. Ja, ja. Wahnsinn. Und jetzt ist es natürlich für die nächste Abteilung der Polizei und die werten es jetzt aus. Jetzt haben wir ja drüben mein Handy versteckt. Okay, ja. Dann schauen wir mal, ob wir es finden. Ob wir's finden, weil hier bleiben, bei mir. Bei mir. Penny, zu mir. Hier bleiben. Links. Speichi. Wie ist es denn so? Er muss ja auch mal zum Tierarzt, oder? Mal so checken. Da geht man dann einfach, macht einen Termin aus. Ja. Und dann geht man ganz normal hin. Ja. Aber da ist sie handsam. Aber er braucht schon immer wieder Augenkontakt sehen, oder? Ja, also sie orientiert sich dann schon, weil ich ihr das zeigen muss, wo sie suchen soll. Speichern. Und sie ist es halt mit dem Stick gewöhnt, Penny. Zu mir. Speichern. Da hat sie es.
Und das mit den Möbeln, das ist ganz normal. Ja. Das üben wir auch gezielt, weil in den Wohnungen zum Absuchen stehen ja auch Möbel rum, die man immer wieder mal auf die Seite räumen muss. Und darum sollen da ruhig immer bei Übungen und allen möglichen die Dinger dann drin sein. Super gemacht. Was? Was? Super, du bist die Beste. Ja, du bist die Allerbeste, bist du. Ja. Und so von der Erfolgsquote her meistens 100%, oder? Also wir finden in der Regel immer irgendwas an Datenträgern, aber ob das dann relevant ist, das ist natürlich das andere. Das aber das kriegen ja dann die Kollegen. Genau, das übergeben wir den Kollegen vor Ort, die Sachbearbeitenden. Als Cybercrime, die ganzen. Genau, ja. Und die werten das dann aus, die haben ihre entsprechenden Spezialisten und wenn dann was Relevantes drauf ist, dann freuen wir uns, wenn wir helfen können. Hören Sie das dann auch noch? Wir kriegen dann teilweise Feedback, ja. Mhm. Wo sie dann sagen, hey, super, da war was Relevantes drauf, gut, dass wir das gefunden haben. Ja. Und sie ist momentan der einzige Hund? In München ist er der einzige Datenträger. Wir haben jetzt 12 Datenträger in Bayern. Also fast jedes Präsidium hat sein eigenes. Mhm. Und das ist das Pilotprojekt, das läuft jetzt. Und wir sammeln jeden Tag neue Erfahrungen. Ja, ja. Aber ihr weitet wahrscheinlich auch aus. Also Sie müssen sich ja da auch irgendwie cybermäßig immer informieren, was so. Ja, wir sind immer unter Kontakt untereinander. Vor allen Dingen, wir brauchen auch oft mehr Hunde als einen, weil das ja in dieser Detailsuche ist. Da kann der Hund nicht lange suchen. Wir sind meistens zu dritt oder zu viert. Das schafft ihn auch manchmal. Gell? Also ja, die ist jetzt dann erstmal durch. Die braucht eine Pause. Mhm. Und in der Zeit kann dann ein anderer Hund suchen. Deshalb fahren wir bei so Einsätzen meistens zu zweit oder zu dritt mit drei Hunden an. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel so vermuten, in einer Privatwohnung, da gehen Sie in alle Räume, oder? Es kommt darauf an, also wenn die Räume relevant sind, dann machen wir alles. Mhm. Und wenn es jetzt eine WG ist, dann muss man halt dann schauen. Ich kann jetzt nicht in einem anderen in sein Zimmer rein. Das aber wenn Sie jetzt mit dem Hund kommen, dann das macht ja schon Eindruck, oder? Also, ja, natürlich. Vor allen Dingen, sie ist ja auch nicht die Kleinste. Ja, ja, genau. Und sie ist aber auch eben ein Schutzhund. Also sie hat die Schutzhundeausbildung. Genau, sie kann beides. Ja, ja. Sie kann auch anders. Ja, aber wird sie auch mal so eingesetzt, anders mal? Ja, hat man ja auch erst am Weihnachtsfeiertag, wo sie den Einbrecher am Kaufhof da war in allen Medien gewesen. Genau. Ja, ja. Und der war aber dann gleich friedlich, oder? Der hat dann gesagt, okay, er kommt raus, wie der Hund auf ihn zugekommen ist. Ja. Und dann war er dann friedlich und konnte dann festgenommen werden. Jetzt gibt es ja bei Hunden, bei braven Hunden oder normalen Hunden, gibt es ja so, wenn die irgendwie merken, es gefällt ihnen einiges nicht am Gegenüber, dann knurren die ja. Mhm. Kann sie das auch? Das kann sie schon auch, ja. Kann sie schon auch? Ja, also das, wenn ich ihr das entsprechend sage, dann bleib liegen, leg dich hin. Ja. Dann macht sie das schon auch. Aber sie kann schon differenzieren, jetzt ist das und jetzt ist auch das andere. Also wenn ich nachts mit ihr spazieren gehe und da kommt mir einer entgegen, dann muss ich sie schon an der Leine kürzer nehmen, weil dann sagt sie schon mal, was bist denn du für einer? Ja. Vielen herzlichen Dank. Es war wirklich sehr eindrucksvoll und dann wünschen wir, ich darf Ihren Namen nicht sagen. Doch, können Sie schon sagen, so geht's schon. Dann wünschen wir Moneypenny, genau, wünschen wir weiterhin eine gute Nase. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, das war's diesmal von der Polizeihundestaffel hier in München-Allach. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schönen Tag. Bis dahin, noch eine schöne Zeit.